Endlich ist das warme Wetter da und deswegen mache ich für euch passend den leckersten und frischsten Glasnudelsalat der Welt. Perfekt fürs Picknick oder zum Grillen. Wir fangen mal an mit der Schnibbelarbeit. Natürlich machen wir einen asiatischen Glasnudelsalat und dafür nehmen wir das asiatische Messer. Ihr könnt natürlich alles reintun, was ihr wollt. Ich habe jetzt ein bisschen Gurke. Die schneide ich in halbe Scheiben. Das hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Dieser Glasnudelsalat ist wirklich so ein richtiger Klassiker in meiner Küche. Den mache ich bestimmt einmal die Woche. Er wird so richtig schön angemacht mit Fischsoße und Knoblauch und Chili und Limette. Und dann esse ich ihn entweder selbst oder bringe ihn meinen Freunden mit oder nehme ihn mit zum See. Ist nämlich super praktisch und schmeckt sowohl kalt als auch warm, als auch wenn er ein bisschen gestanden hat. Gurke ist fertig. Ich setze schon mal einen Topf für die Glasnudeln auf. Letztens habe ich auch wieder eine Version davon auf Instagram gepostet und die alle so, wo ist das Rezept, wo ist das Rezept? Und ich dachte so, hier ist jetzt das Rezept. Ich freue mich immer total, wenn ihr Sachen von mir schön findet und dann wissen wollt, wie es geht. Dann habe ich eine tolle Idee und weiß wieder, was im nächsten Video passiert. Für die Farbe natürlich ein bisschen Tomate. Ich finde es immer toll, wenn es ein schönes Spiel gibt aus sauer, süß, salzig, scharf. Und deswegen habe ich auch gerne was Süßes im Salat. Ich habe heute eine Papaya gesehen. Die habe ich jetzt einfach mal gekauft. Die Mangos waren so hart wie Steine. Deswegen dachte ich, lieber die Papaya. Ich gucke mal, wie die so aussieht. Ist auf jeden Fall sehr weich. Oh, Papayas von innen sind so hübsch, ne? Achtung. Bist du schön. Ich löse mal die Kerne heraus. Die ist super mega soft. Dann schäle ich sie. Witzig, ich glaube, das ist die erste Papaya, die ich in meinem Leben in Deutschland gekauft habe. Weil ich immer dachte, die schmecken hier nicht. Aber diese sieht wirklich sehr schön aus und schmeckt wie? Tatsächlich voll gut. Also man darf schon Papayas kaufen, aber nur, wenn sie reif sind. Das erinnert mich immer an das Lied von Alexander Markus. Papaya, Papaya, Coconut, Banana. Papaya, Papaya. Kennt ihr den? Alexander Markus? Love him. Der hat auch ein neues Lied. Ich will verreisen. Also nur, dass er es ein bisschen besser singt als ich. Und man jetzt im Moment gar nicht verreisen kann. Wie schneide ich jetzt die Papaya? Wieder diese Frage. Ach, einfach in so Scheibchen. Was habe ich noch? Ein bisschen rote Zwiebel. Ganz feine Streifen. Boah, das sieht jetzt schon so schön aus und also ich sage ja immer, wenn es bunt aussieht, schmeckt es auch bunt und das kann ja wohl wirklich nur bunt schmecken. Selbst der Müll sieht schön aus, guck mal. Jetzt kümmere ich mich um die Zutaten fürs Dressing und da brauchen wir natürlich Chili. Ich kann davon ja viel vertragen, Felix, nicht so, aber er musste heute durch. Ich schneide einfach jetzt mal so kleine Scheibchen. Chili fürs Dressing, dann ein bisschen frischer Ingwer, den reibe ich einfach. Genau wie eine Knoblauchzehe. Und es wird immer bunter auf meinem Brett. Bevor ich das Dressing zusammenrühre, koche ich schnell die Nudeln. Einfach hier rein. Die brauchen wirklich nur ganz, ganz kurz. Abschrecken nicht vergessen, anders als bei italienischen Nudeln. So, wir kommen zum Dressing. Und das ist eigentlich so lecker, dass ich es nicht verraten möchte, aber mache ich natürlich jetzt trotzdem. Wir brauchen Fischsoße. Auch wenn ihr denkt, das stinkt, stimmt. Schmeckt aber übelst lecker. Dann ein kleines bisschen Wasser, weil es ist cool, wenn Nudeln so richtig viel Dressing haben. Wir brauchen Säure, und zwar Limettensaft. Jetzt wird es hier noch schöner auf dem Brett. Guckt euch das mal an! Dann brauner Zucker. Das ist ganz wichtig, ist relativ viel Zucker. Aber man braucht diese Balance zwischen der salzigen Fischsoße und der Limette und dann der Zucker. Dann darf der Knoblauch hinein. Und der Ingwer. Und die Chilischote. Das Ganze schon mal ein bisschen verrühren. Und nun kommt mein Twist, und zwar Erdnussbutter. Das macht das Dressing wirklich ganz, ganz besonders lecker. Wie alles Erdnussbutter irgendwie lecker macht. Ich gebe zu, mit Erdnussbutter ist es nicht besonders schön, aber es schmeckt einfach super lecker. Wenn ihr keinen Bock auf Fischsoße habt, könnt ihr es auch mit Sojasauce machen. Aber authentischer schmeckt es mit Fischsoße. Apropos Fisch, ich habe jetzt noch eine kleine Einlage. Ich habe hier Garnelen. Ihr könnt natürlich auch Hähnchen nehmen oder Tofu. Oder einfach weglassen, weil es schmeckt auch so total lecker. Aber ich brate mir jetzt so ein paar Garnelen für die Farbe. So, ihr kleinen Racker. Zack. Ich finde es so cool, wie schnell das geht und wie unfassbar schnell die auch hübsch werden. Da muss auch gar nicht viel dran. Ein bisschen Pfeffer und ein bisschen Salz. Und am Schluss noch ein ganz kleines bisschen Sesamöl geröstetes. So. So, Garnelen fertig. Lasst sie bloß nicht zu lange in der Pfanne, nicht, dass sie sofort trocken werden, sondern die sollen schön saftig und glasig in der Mitte sein. Und jetzt kann man eigentlich alles zusammenmischen in einer großen Schale, und zwar in dieser. Als allererstes ein paar von den Glasnudeln. Dann ein paar Tomaten, Gurke, Zwiebel, dann habe ich hier Sojasprossen und
Ganz wichtig, Minze und Koriander. Nehmt ruhig beides, das schmeckt einfach unfassbar gut. Oder wenn ihr Thai-Basilikum habt, boah, das wäre auch richtig lecker, aber das gab es heute nicht bei mir. Je mehr Kräuter, desto besser. Und jetzt ein bisschen was von der hübschen Papaya. Und nun einmal ordentlich durchmischen. Ich richte das jetzt an und dann darf ich kosten. Nur Gurke ist langweilig. Für solche Anlässe habe ich ja extra meine Schale aus Vietnam. Die ist zwar schon ein bisschen ramponiert, aber das muss bei Emilia ja so. Sag jetzt einfach mal. Für den Crunch noch ein paar Erdnüsse. Und natürlich die hübschen Garnelen. Und jetzt kann ich wirklich kaum erwarten, da richtig so rein zu diven. Yes! Ich darf das Kunstwerk zerstören. Am besten alles immer ordentlich durchrühren. Und jetzt, ohne oder mit Vollsauen, egal. In Asien darf man ja schlürfen, ne? Mmh. Noch so einen kleinen Garnelenbruder. Mmh. 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 Es ist das perfekte Sommergericht. So frisch und lecker. Macht es auf jeden Fall nach. Und wenn es euch schmeckt, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da. Und ich sage tschüss auf die asiatische Küche, die ich so sehr liebe.